Sie sagten, er käme von Nürnberg her und er spräche kein Wort. Auf den Marktplatz standen sie um ihn her und begaffen ihn dort. Die einen raunten, er ist ein Tier, die anderen fragten, was will er hier? Und dass er sich zum Teufel schert, so jagt ihn doch fort. So jagt ihn doch fort. Sein Haar in Strähnen und Wirren, sein Gang war gebeugt. Seht dieser arme Irre, war zum Teufel gezeugt. Der Pfarrer reicht ihm einen Krug voll Milch, er sog in einem Zug. Der trinkt nicht vom Geschirr, den hat die Wölfin gesäugt. Den hat die Wölfin gesäugt. Ein Vater, der in unserem Orte Schulmeister war, trat zu ihm hin, trotz böser Worte, rings aus der Schar. Er sprach zu ihm ganz ruhig, und der Stumme öffnete den Mund, stammelte die Worte, heiße Kaspar, heiße Kaspar. Mein Vater brachte ihn ins Haus, heiße Kaspar. Meine Mutter wusch seine Kleider aus und schnitt ihm das Haar. Sprechen lehrte mein Vater ihn, lesen und schreiben, und es schien, dass man ihn lehrte sogar in sich auf, wie gierig er war, wie gierig er war. Zur Schule gehörte derzeit noch das Güttinger Feld. Kaspar und ich, wir pflügten zu zweit, bald war alles bestellt. Wir hegten und pflegten jeden Keim, brachten im Herbst die Ernte ein, von den Leuten vermaledeit, von ihren Hunden verwelkt, von ihren Hunden verwelkt. Ein Wintertag, der Schnee lag frisch, es war Januar. Meine Mutter rief uns, komm zu Tisch, das Essen ist gar. Mein Vater sagte, Appetit. Ich wartete auf Kaspars Schritt. Mein Vater fragte mürrisch, wo bleibt Kaspar? Wo bleibt Kaspar? Wir suchten und wir fanden ihn auf dem Farbweinfeld. Der neue Schnee wehte über ihn, sein Gesicht war entstellt. Die Augen angstvoll aufgerissen, sein Hemd war blutig und zerrissen. Erstochen hatten sie ihn, dort am Oettinger Feld, dort am Oettinger Feld. Der Polizeirat aus der Stadt füllte ein Formular. Gott nehme ihn in seiner Gnade, sagte der Herr Vikar. Oettinger Feld, die klang schon brach, nur manchmal bellen mir noch Hunde nach, dann streu ich ein paar Blumen auf den Pfad für Kaspar.